Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager wird präsentiert von Sonnenklar TV, Reisebüro Lutz Hoffmann, zu finden in Meißen, Riesa und natürlich auch online. Hallo Dynamo-Fans, ich bin Sven Müller, Torhüter der SG Dynamo Dresden. Und ich bin Stefan Driljaccia, Torhüter der SG Dynamo Dresden. Als das ganze Thema aufging, Torwartposition Dynamo Dresden, kam sehr, sehr schnell der Anruf. Habe mich natürlich dann intensiv damit beschäftigt, weil ich natürlich als Kind, als Jugendlicher Dynamo Dresden, das kennt man halt einfach. Vor allem als Zweitligist eigentlich, was die Fans angeht, die sogar für die erste Liga eigentlich sind. Da muss man, glaube ich, nicht zweimal denken. Man kennt die Geschichte, man kennt die Fans, generell wie die ganze Stadt ist, wie die alle hinter dem Verein stehen. Deswegen, da musste man nicht lange überlegen, als der Anruf kam. Ja, der Sven ist ja jetzt schon eine Weile dabei, sehr gut ausgebildet. Hat ja auch schon ein Bundesligaspiel in Köln damals gemacht. Er strahlt seine Ruhe aus, ja, ist fußballerisch relativ gut, hat ein ganz gutes Positionsspiel. Ich würde sagen, ich bin offensiv denkender Keeper, der hat auch immer gerne Hochspiel, probiert Fußball zu spielen. Stärken sind halt trotzdem beim Flanken oder generell bei Standards abfangen. Im 1 gegen 1 bin ich, glaube ich, auch nicht so schlecht und sonst, ja. Wenn er fit bleibt, sehe ich da schon noch einiges an Potenzial in ihm. Ja, also wie gesagt, es war die letzten 7 Monate seit September war es jetzt nicht so einfach, weil es schon eine schwierige Verletzung war mit der OP. Aber ich habe mich in den letzten Monaten wieder rangekämpft, konnte ja auch letzte Saison dann nochmal ein Pflichtspiel bestreiten in der Liga. Deswegen, also momentan ist mit dem Fuß alles gut. Diese Liga habe ich letztes Jahr halt sehr oft gemerkt, können durch einen Eckball, eine Standardsituation entschieden werden. Deswegen gilt es da immer, als Verbund zu arbeiten. Alle 11 Mann, die auf dem Platz sind, müssen zusammenarbeiten, um im Endeffekt dann über 90 Minuten zu überzeugen. Ihn beobachte ich auch schon länger oder habe schon länger auf dem Zettel. Er kommt ja eher ursprünglich Hoffenheim ausgebildet, Elversberg eher aus der südlichen Ecke. War jetzt in Dortmund die letzten Jahre, hat da auch schon mit der Profimannschaft oder viel mittrainiert, war da auch ab und zu im Kader und ich sehe in ihm einfach noch etwas jüngeren Torhüter, ja, der noch ein bisschen ungeschliffener ist, sage ich jetzt mal. Wir müssen nach dem Maximalen streben. Das Maximale ist der Aufstieg und in den ersten Einheiten habe ich schon gemerkt oder auch aus den Spielen letztes Jahr, dass da die Qualität definitiv da ist und wir da einfach als Mannschaft wachsen müssen und das dann halt auf den Platz bringen müssen. Ja, ist also eher ein Kennenlernen jetzt am Anfang gewesen. Ja, natürlich kannten wir uns schon davor, haben uns mal gesehen, haben uns mal ausgetauscht am Telefon oder wie auch immer, aber sie müssen erst mal mich kennenlernen. Dave zeichnet es einfach aus, dass er sehr, sehr kommunikativ mit uns ist, dass wir uns da absprechen und dass er natürlich auch mit dem Trainerteam seine Einheiten plant mit uns, dass wir natürlich hinführend zur im Endeffekt Mannschaftsübung dann auch dementsprechend vorbereitet sind. Ist auf jeden Fall etwas anderes, als ich bis jetzt kennengelernt habe. Aber man muss sagen, bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Wir probieren halt spielnahe Situationen im Training zu trainieren und das ist, glaube ich, das Beste momentan. Also es ist schwierig zu sagen, mein Torhüter-Tick, aber wenn ich an eine Sache denken müsste, dann wäre es ja, auch wegen meinem Jugendidol oder Kindheitsidol Oli Kahn halt dieses wirklich positiv Verrückte auf dem Platz. Ich bin sehr, sehr laut, das hört man eigentlich auch im Training. Gehe den Spielern eigentlich sogar meistens ein bisschen zu auf die Nerven, weil ich zu laut bin und wirklich, ich sag ja, diesen typischen Torwart-Knacks habe. Aber ja, positiv bescheuert oder verrückt beschreibt es eigentlich am besten. Ja, ich glaube schon, dass wir Torhüter nicht normal ticken. Wir haben, glaube ich, auch viel Spaß, wenn wir viel Spaß zu haben oder auch ein paar Sprüche auch neben dem Platz. Deswegen, also mit mir kann man mal Spaß haben.